Die Vrill-Gesellschaft wurde in den 1920er Jahren in Deutschland gegründet. Die leitenden weiblichen Medien waren Maria Otzitsch, Sigrun, Gudrun, Traute und Heike. Das Vrill-Symbol hat die folgende Bedeutung. Links in schwarz das jetzige dunkle Zeitalter, das Zeitalter von Lügen und Täuschungen. In dieses Zeitalter werden wir durch eine dunkle Elite geführt, die Kriege nach Kriege erzeugt. In der Mitte sehen wir den Blitz der göttlichen Intervention und rechts in lila sehen wir das goldene Zeitalter. Liebe Landsleute, ich bin am 26. Oktober nach Salzburg geflogen und habe am 27. Oktober, am Samstag, den 27. Oktober im Gasthof Schorn in Salzburg eine Lesung von Wolfgang Stadler mitgehört und mitgesehen. Vor der Lesung hat Wolfgang Stadler mit mir ein kurzes Interview geführt. Wir werden bald dazu kommen. Ich werde aber erst einige Seiten des neuen Buches Die Steine der Macht von Wolfgang Stadler, die Manuskripte am Untersberg, vorlesen, damit diejenigen, die die Bücher noch nicht kennen, ungefähr wissen, worüber das Interview geht. Ich werde jetzt ein bisschen vorlesen. Einleitung. Was bisher geschah? Als vor über 30 Jahren drei deutsche Bergwanderer auf dem Untersberg verschwanden und sich nach 2 Monaten von einem Frachtschiff im Indischen Ozean wieder meldeten, weckte dies häufiges Interesse an den ihnen bis dahin nur als Sage bekannten Zeitphänomen am Salzburger Untersberg. Zudem hatte Wolf selbst diese drei Leute einige Jahre vor ihrem Verschwinden auf einer Schutzhütte auf den Untersberg getroffen. Er hatte dann in den darauffolgenden Jahren ein sehr mysteriöses Erlebnis, als er mit seiner Tochter Sabine die vermutete Zeitanomalie am Berg erforschen wollte. Doch wieder vergehen etliche Jahre, bis er auf seinen oftmaligen Reisen in entlegenen Gebiete der Fels- und Sandwüsten in Ägypten mit seiner Begleiterin, der Lehrerin Linda, auf ähnliche rätselhafte Erscheinungen stieß, welche offenkundig mit runden schwarzen Steinen in der Größe und Form einer Orange zu tun haben. Immer intensiver wird seine Suche, bis er durch Zufall in der unterirdischen Kammer der Cheops-Pyramide einen solchen schwarzen Stein findet. Bei seinen weiteren Recherchen stößt er auf eine wenig bekannte Sage, der zufolge von einem Tempelritter im 11. Jahrhundert ein ebensolcher Stein aus Mesopotamien zum Untersberg gebracht wurde. Dieser Stein, welcher der Überlieferung nach von den Templern in einer Höhle im Berg versteckt worden war, ließ bereits Hitler, der ja bekanntlich eine Vorliebe für den Untersberg hatte, suchen. Hitler hatte angeblich Hinweise, wonach dieser Stein der Schlüssel zu großer Macht sein sollte. Wolf dehnt seine Nachforschungen in der Folge auch auf den Obersalzberg bei Berchtesgaden aus und macht dort mit Hilfe zweier deutscher Polizisten eine erstaunliche Entdeckung, welche ihn aber beinahe zum Verhängnis wird. Noch einmal konzentriert Wolf seine Suche auf den Untersberg und es gelingt ihm, ein brisantes Geheimnis zu lüften. Er entdeckt einen verborgenen Eingang in den Berg. Ein General der Waffen-SS, der diese Zeitanomalie schon 1943 gefunden hatte, ließ sich im letzten Kriegsjahr dort im Felsen eine komfortable Station als Unterkunft errichten, in welcher durch die Zeitverlangsamung im Berg innerhalb nur weniger Monate über 70 Jahre verbringen konnte. Wolf und Linda kommen mit diesen Leuten aus der Vergangenheit in Kontakt und erfahren von ihnen Dinge, welche in keinem deutschen Geschichtsbuch zu finden sind. Der General zeigt den beiden ein Golddepot in den Bergen und ersucht Wolf, der ja auch Hobbypilot ist, um einen Flug nach Fuerteventura, um ihm aus den Lavahöhlen unter der Villa Winter 2 Bleizylinder zu bringen. Wolf und Linda wollen das Geheimnis der Zeitverschiebung ergründen und willigen ein. Der weite Flug mit der einmotorigen Cessna und die anschließenden Erlebnisse auf der Kanareninsel gestalten sich für die zwei extrem abenteuerlich.
Es gelingt den beiden aber schließlich tatsächlich, die Bleizylinder zu bergen und den General zu überbringen. Wir werden uns jetzt das Interview anschauen. Liebe Landsleute, ich sitze hier mit Wolfgang Stadler in Salzburg. Und er hat gerade sein 10. Band geschrieben. Viele Leute, die schon meine Videos verfolgen, haben schon die ersten 5 Bänder zumindest einen Teil durchgelesen. Und Wolfgang Stadler, was gibt es im Band 10? Es gibt Neuigkeiten von einem indischen Yogi, ja? Der hergekommen ist aus dem Himalaya, um mich da über den Untersberg ein bisschen zu unterrichten. Der bildet sich da ein, da muss eine Verbindung sein zwischen Himalaya-Gebirge und dem Untersberg. Da gibt es dort Sagen, die genau mit unseren wieder korrespondieren und so. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Aber wie gesagt, im Detail gehen kann ich jetzt da gar nicht. Nein, natürlich nicht, aber... Es ist dann was Interessantes auch mit der Jagdstraße vom Hitler am Obersalzberg. Ja? Die wurde weggerissen, glaube 8 Kilometer. Mhm. Ein schmaler Weg, normal 3,30 Meter. Und es ist gesagt worden, dort sind giftige Stoffe im Asphalt enthalten, krebserregende, und darum muss das weg. Die Kielsteinstraße, wo täglich im Sommer Busse hinauffahren, die wird nicht erneuert. Die ist auf dem gleichen Asphalt gemacht worden. Das tut man nicht. Die ist mit Sicherheit, diese Jagdstraße, nicht weggerissen worden, mhm, weil dort Schadstoffe drin sind, sondern weil die dort was gesucht haben. Ah, ja. Das ist ganz in der Nähe von N2 und auch N3. Mhm. Und die sind mit Bodenradar durchgegangen, mhm, und ein Freund von mir hat dann gesagt, was sucht ihr da eigentlich? Das ist ein Forstarbeiter, mhm, von Berchtesgaden. Und mit seinem Unimog fährt er dort, darf auch fahren. Mhm. Und die haben gesagt, nein, wir suchen nichts. Wir schauen nur, ob da Blindgänger unterm Asphalt sind. Mhm. Bitte, wie soll sowas sein? Das wurde am 26. April 1945 bombardiert. Mhm. Aber die Straße hat ja vorher schon bestanden. Ah ja, natürlich. Ja. Ja, also wie sollen dann unter der Straße Blindgänger drin sein? Da stimmt ja was nicht. Und vor allem diese 5 oder 10 maximal Leute, die da spazieren gehen, mhm, die sind ja in keinster Weise gefährdet. Die kratzen ja nicht am Asphalt oder so. Nein, natürlich nicht. Ja, passiert ja nicht. Die haben da eine Riesenaktion abgezogen und suchen dort oben heute noch. Und auch eine Frage, also haben Sie schon mal Flugscheiben oder UFOs gesichtet in der Nähe von Untersberg? Ja, freilich. Und zwar auf der Nordseite des Untersbergs, da sind so Täler hinein, so steile, große Felsabhänge. Mhm. Und da hat man des Öfteren schon was gesehen, ich auch, was mir der General gezeigt hat einmal. Genau, ja. Und die Dinger gibt es wirklich. Die gibt es wirklich, ja. Die fliegen langsam und auf einmal sind sie weg während des Flugs. Nicht, dass sie beschleunigen oder so. Phasenverschiebung, ne? Genau. Also eine Art Tarnvorrichtung, wenn man sagen kann. Ein bekannter Architekt hier in Salzburg, der hat in der Nacht immer beobachtet, wie dort in der Nähe am Untersberg auf der Nordseite Lichter gesehen wurden. Ja. Jetzt hat er gemeint, ja, das sind Bergsteiger, so Extremkletterer, die in der Nacht mit Stirnlampen da rumsausen. Oh, wow. Hat sich ein Fernrohr aufgestellt und, mhm, hat das verfolgt. Und die verschwinden, die kommen wieder und so. Und dann vergisst er das Fernrohr und am nächsten Tag geht er am Balkon raus und sieht dieses Fernrohr und sieht mit diesem Fernrohr genau in eine Felswand, wo, ja, nie ein Mensch da klettern könnte. Ja, jetzt hat er gewusst, also da ist irgendwas anderes im Gange. Noch eine Frage, also der Untersberg ist sehr besonders wegen seiner Mythen, Legenden und Sagen. Gibt es auch die Bugetschi-Berge in Rumänien. Es ist also weit verbreitet, dass es mehrere Berge gibt eigentlich weltweit, die so ähnlich sind wie den Untersberg, ja, oder? Ja. Und stimmt das? Also der soll angeblich auch der Herzchakra von der Welt sein, der Untersberg, ne? Ja, hat eine, von Europa zumindest, hat der Dalai Lama im 92er gesagt. Genau. Es gibt einen Berg an der tschechischen Grenze zu Deutschland, weit oben, der heißt Kudrum. Und dort hat mir meine Cousine aus Bratislava
erzählt, dass da genau die gleichen Geschichten gibt wie vom Untersberg. Wow. Wo Leute verschwinden, wieder auftauchen, 10 Jahre, 5 Jahre oder nur 14 Tage weg gewesen sein. Wir haben sowas auch in Teneriffa festgestellt, was auch in diesem Buch jetzt da drin steht. Da gibt es die Legende vom Birnenmädchen. Ja. Und zwar, das ist ganz was Interessantes, in Gymar heißt es, dort wo der Thor Heyerdahl diese Pyramiden da entdeckt hat, das sind 100, 150 Jahre alte aufgeschlichtete Steinpyramiden aus Lavagestein. Und da wollte der Heyerdahl eben sagen, das ist so ähnlich wie in Ägypten oder in Mexiko oder sonst was. Das war es aber nicht. Das ist nur Flurbereinigung. Genau. Wir sind dort gewesen, haben uns das angeschaut, fertig. Ist nichts Besonderes. Genauso wie Mauritius. Da hat der Samir Osmanagic, der diese bosnischen Pyramiden da erkundet oder vermarktet hat, der hat mich aufmerksam gemacht, hat gesagt, du pass auf, fahr jetzt runter nach Mauritius, da findet ihr auch Pyramiden. Gleich 7 in einem Feld, ja, so ein bisschen neben dem Flughafen, 5 Kilometer Zuckerrohrfeld. Wir sind dort hingefahren, haben uns das angeschaut, auch keine Pyramiden. Wir haben das vermessen, alles und so. Auch wieder nur aufgeschlichtete Steine, Lavasteine, dass man die nicht auf einen Haufen gibt, wo sie auseinanderrollen können, sondern man schlichtet schön auf, terrassenmäßig. Dann kann man es besser auftragen auch und man kriegt einen großen Haufen auf kleinen Raum zusammen. Und das ist das Gleiche wie bei den anderen Pyramiden. Aber sowohl in Teneriffa, als auch auf diesem Berg in der Tschechoslowakei, als im Pučegi-Berg, überall taucht dieses Zeitphänomen auf. Ja, selbst also geometrische Strukturen können Energie abgeben, diese Orgonenergie oder so. Diese Pyramiden, die werden weltweit gesichtet. Da ist ja die Frage, wie denn diese Kulturen unabhängig voneinander eigentlich dasselbe Maß schaffen haben. Ja, das würde meiner Meinung nach aber nur für Mexiko oder Peru meinetwegen zutreffen. Aber auf keinen Fall. Ägypten? Na, Ägypten schon natürlich, ja. Sowieso. Aber nicht Pyramiden oder sogenannte Pyramiden wie in Bosnien. Ja. Also das ist mit Sicherheit nicht. Man sollte der Pyramide da nicht zu viel, also die Pyramide nicht für zu viel verwenden, weil in Ägypten sehr wohl, stimme ich dir völlig zu, aber meinetwegen noch in Mittelamerika, aber dann hört es auf. Ich habe gelesen in einem Ihrer Bücher, dass Sie also die hohle Welttheorie schon mal angesprochen haben, aber Ihre Meinung dazu war, dass es halt eine andere Dimensionsebene ist und nicht eine hohle Welt ist. Haben Sie Ihre Meinung dazu geändert? Nein, oder nein. Das hat mir der Bäcker, unser Zeitreisender, der Zeitreisender Bäcker, auch bestätigt und der hat mir das gezeigt. Sagt er, ja, da zeigen wir, wie eine hohle Erde funktioniert. Wir gehen jetzt am Untersberg rauf, irgendwo in der Mitte, waren wir dann oben und sagen dann, da in dieses Loch gehen wir jetzt rein und dann kommen wir jetzt in die innere Erde. Also, wie soll man in die innere Erde, das sind tausende Portale, ja. Kilometer, sagt er, nein, sagt er, wir gehen jetzt da durch so einen Höhlengang und auf einmal waren wir wirklich in einer anderen Welt. Ja, aber nicht so wie wie es in manchen Büchern steht, dass da beim Pol ein riesiges Loch hineingeht und so weiter, das stimmt eigentlich gar nicht. Sondern du gehst durch ein Portal durch und bist woanders auf dieser Welt. Du bist wieder in einer eigenen Welt, sagen wir Parallelwelt. Darf ich dann fragen, sind Sie schon mal durch ein Portal gegangen? Ja, ja, schon mehrere Male. So mehrere Male. Sehr interessant. Male, ja. Also Sie glauben, dass Zeitreisen möglich sind, so wie halt normal Reisen? So. Absolut, das ist gerade die Zeitreisen, also Zeitportal, das glaube ich, habe ich schon mindestens 15 Mal gemacht, aber so ein richtiges Dimensionsportal, wo du nicht nur Zeit wechselst, sondern auch woanders hinkommst. Es gibt ja mehrere Schwingungsebenen, also man kann theoretisch in den höheren Schwingungsebenen gehen, durch ein Portal, wenn ich es so begriffen habe, und man sieht dann eine komplett andere Welt auch, weil das halt eine andere Schwingungsebene ist. Ne? Richtig, die Welten, also die ich gesehen habe bisher, die sehen sie sehr ähnlich. Egal, ob das da, diese Basis der Deutschen war im Ozean, wo die dann gesagt haben, Atlantis dazu, das hat mit dem herkömmlichen Atlantis nichts zu tun. Genau. Und Basis Nummer 3 oder 4, wie das geheißen hat. Und ja, das ist eine andere Welt, da fliegen
Luftschiffe herum und die haben Energie aus Nullpunkt Energie aus und Türmen. Ja. Sehr interessant und da gibt es keine Krankheiten und die Leute, denen geht es wesentlich besser als... Wenn jetzt die Wende stattfindet und das goldene Zeitalter beginnt, werden dann die Deutschen aus der Vergangenheit und den Basen alle zurück nach Deutschland alle kommen? Alle zusammenkommen, ja. Das wird dann unsere neue Führungsschicht. Ja, das war sogar ein Ausspruch des Generals. Und dann wird das Vierte Reich kommen. Genau. Es wird dann ein goldenes Reich werden. Das hoffen wir alle, ne? Ja. Genau, Isais. Die mythologische Wesenheit Isais. Ja. Hattest du schon mal medialen Kontakt zu Isais? Also die... Nicht nur medial. Es ist was ganz was Interessantes passiert. Ich weiß jetzt nicht mehr, ist der 8. Band... Oder das sind. Nein, das ist als total am Untersberg? Das nein, nicht am Untersberg, sondern in Ninive. Ah, Ninive, in der Wüste? Ja. Wow. In der alten Stadt Ninive, ganz in der Nähe von Mosul dort. Ja, ja. Da haben wir was erlebt, also das auch mit einem Zeitphänomen zusammenhängt, wo die Claudia damals einen Stein hochgehoben hat, ja. Einen Ritter gezeigt hat. Ja? Und sie hat zufälligerweise das Kleid angehabt und ist gegen die Sonne gestanden. Mhm. Und der Ritter damals hat sie dann als Isais betitelt. Also die Vergangenheit beeinflusst, nee, die Zukunft beeinflusst die Vergangenheit. Richtig. Also eigentlich das Ende ist der Anfang, ja, ungefähr. Ja. Da hatte ich auch ähnliche Erfahrungen schon gemacht. Da müsste man dazu sagen, da musst du wirklich dieses Kapitel lesen. Ja. Das ist hochinteressant. Manche haben mich deswegen schon für verrückt erklärt und haben gesagt, das kann nicht sein, man kann in der Vergangenheit nicht irgendwas machen, was dann... Das in der Zukunft sich ausschaltet, doch, das ist möglich. Ja, das ist wirklich möglich. Kleine Änderungen der Zeitlinie sind möglich, man kann zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg jetzt nicht gewinnen, aber man kann entweder Leute, die schon sterben würden, kann man die theoretisch aus der Zeitlinie rausnehmen und retten. Das geht schon. Mir hat dieser Zukunftsreisende, dieser Becker gesagt, ja. Du könntest den Hitler nicht töten, wenn du das, den Krieg jetzt verhindern möchtest. So, also wie, warum nicht? So, wie, wenn ich dorthin kann, so, das haben schon viele probiert, sagt er, es ist einfach nicht gegangen. So, wie, warum? Er sagt, er, schau zum Beispiel bei dir, deine Eltern, von Pressburg, Bratislava, war die Mutter, der Vater war von Bad Ischl, genau. Die haben sich irgendwo bei Passau kennengelernt. Mhm. Ich bin dann dort entstanden und ich soll natürlich jetzt der Hitler. Das geht, ja, das geht nicht. Das geht nicht, das ist alles verwoben. Dann hätten sich die Eltern nicht getroffen, dann hätte es mich nicht gegeben. Das ist Zeitkontinuum. Das ist die Zeitlinie, die eigentlich, ich habe das ja verglichen mit einer Flutwelle, die in die Zukunft schaltet. Ne? Ja. Man kann leichte Änderungen wahrnehmen, aber man kann nicht die Geschichte komplett ändern. Ja. Das haben Sie ja sehr gut beschrieben in Ihren Büchern. Die Reichsdeutschen, ja, die Schattenregierung der Welt, die probiert auch mit Zeitexperimente, so wie Montauk, ne, das genau dasselbe zu tun, was sie damals, die Reichsdeutschen, schon während des Krieges gemacht haben. Genau. Und da ist die Frage, wie weit ist die Schattenseite schon, also die Schattenregierung, wie weit sind die schon? Haben die auch schon Raumschiffe, die in der Zeit reisen? Das wissen wir alles nicht. Können wir nur vermuten, ne? Dazu kann ich eigentlich nichts sagen. Nee. Das weiß ich nicht. Ich habe diesen Becker auch nicht in dieser Richtung befragt. Aber ich glaube, dass da schon sehr starke Bemühungen im Gange sind, zumindest in die Zeit einzugreifen. Genau, ja. Dass die Kontrolle über die Zeitlinie hat, die Kontrolle über das Schicksal der Menschheit eigentlich. Ne? Ich sehe das nämlich auch hier beim Untersberg, was ich da mache. Ja. Ich bin da sehr oft schon von einer ganz unbekannten Seite angesprochen worden. Die Leute haben mir zum Teil, jetzt bitte genau hinhören, 10.000 Euro geboten, wenn ich sie in so ein Zeitportal führe. Oh wow. Die wollten das sehen. Wir haben uns dann besprochen und haben gesagt, das machen wir auf keinen Fall, das interessiert uns nicht. Weil das kommt von ganz woanders her. Die wollen da Zugriff haben dazu. Auch der General hat dann gesagt, wir müssen was anders tun, wir müssen uns anders treffen. Unsere Kommunikationskanäle, die wir bisher sicher erachtet haben, die verwerfen wir. Wir treffen uns, wie es jetzt auch in dem Buch drin steht. Genau, wann sehen. Wir treffen uns in der Vergangenheit, um etwas zu besprechen. Genau. Wir haben uns da hier beim Schorn im Gastgarten getroffen, und zwar im Jahr 2009. Wow. Ja, das war heuer im Frühjahr. Ja, das ist schwierig anzunehmen, der mit dieser Hinsicht keine Erfahrung gemacht hat, aber ich glaube schon, dass Zeitreisen möglich sind. Ich bin fest davon überzeugt.
Aber dass man selber sich theoretisch treffen könnte. Ja, das hat er ja gesagt, das hat der Bäcker dann gesagt, Sie müssen aufpassen, sagt er, dass Sie zur gleichen Zeit nicht zufällig hier waren. Ja. Sagt er, das könnte Komplikationen bringen. Ja. Jetzt habe ich nachgeschaut in meine Fotografien, meinen Bildern und habe gesehen, ich bin im Juli, 9. Juli oder irgendwas, 2009 in Ägypten gewesen, 14 Tage. Genau. Und jetzt habe ich genau diesen Zeitpunkt hergenommen. Da habe ich gewusst, da bin ich eh nicht hier. Da kann ich mich nicht treffen. Und es hat wunderbar geklappt. Interessant. Nur hätte ich mich beinahe verplappert. Da kommt der Sandor, der Oberkellner, der Ungarische. Und da spricht der General von etwas, von einem großen Unglück oder Naturkatastrophe, wie ein Unwetter niedergegangen ist, hier genau nur über St. Leonhard. Ja. Und der Grünbach übergegangen ist, das steht auch in einem der Bände drin, mhm. Und dass da die Stollen verschüttet worden sind, wo so Kraftstrahlkanonen deponiert sind. Ah, ja. Und ich sag dem Sandor, oder vor dem Sandor dann, ja, wie das da passiert ist. In Wirklichkeit war das aber erst vor 3 oder 4 Jahren. Mhm. Wir sind aber im Jahr 2009. Jetzt sagt der Sandor plötzlich dann, ja, wo ist da was passiert? Ich habe überhaupt noch nichts gehört. Natürlich, weil das die Zukunft ist. Dann stoßt mich der Bäcker an und sagt, da spielen Sie jetzt bitte nicht den Propheten. Ja, genau. Also ist Bäcker jetzt ein Zeitreisen aus der Zukunft, so ähnlich wie jetzt Saint-Germain, oder... Ja, Saint-Germain ist fast eine Sagengestalt eigentlich schon, aber der Bäcker, der kommt aus 2091, oh, wow. Wie er sagt, und für den ist das ganz was Normales. Und ob das Saint-Germain war oder ob das andere Leute aus der Vergangenheit waren, ja, ist nicht so wichtig, ist nur interessant zu wissen. Das spielt keine Rolle. Und hat Bäcker schon gesagt, dass es mehrere Leute gibt, die in der Vergangenheit reisen? Ja. Das heißt, unser Zeitalter wird studiert durch die Zukunft. Richtig. Und Bäcker kommt aus einer Zeit, wo es alles schon friedlich ist. Ja. Und er sagt auch, dass diese Umwälzung jetzt sehr nah ist. Im Gange ist. Genau, ja. Sagt er, die Leute warten immer nur auf ein riesengroßes Ereignis. Und so, es muss gar nicht so kommen. Es ist aber eigentlich ein Bewusstseinswandel. Der Bewusstseinswandel muss erst stattfinden, bevor das alles passiert. Ja. Aber die wahren Machthaber, die uns regieren, die wollen ja den Dritten Weltkrieg initiieren. Und gleichzeitig uns überfluten mit Migranten, das wissen ja auch alle. Und natürlich, ich habe ja gerade gelesen im neuen Buch hier, ne, dass der General meint, wir müssen etwas unternehmen, wir können das nicht immer länger hinnehmen. Genau. Aber ich sage es ja auch seit Jahren schon auf meinem Kanal, dass das in so eine Umsetzung kommen wird und dass sie eigentlich auf unserer Seite sind. Wir haben sehr starke Verbündete. Also natürlich fühlt man sich alleine, wenn man jetzt das alles sieht und herausfindet und man denkt, man ist alleine, wir haben keine Chance gegen die wahren Machthaber, weil die haben die Polizei unter Kontrolle, das Militär unter Kontrolle, die Massenmedien unter Kontrolle. Man denkt, dass es ein unmöglicher Kampf ist, aber das ist es nicht. Ja. Wollen Sie noch etwas mitteilen zu unseren Zuschauern? Etwas, was Ihnen auf der Zunge liegt? Gut, es ist jetzt der 10. Band praktisch herausgekommen. Genau. Zwei Bände, der erste und der zweite, wurden ins Englische übersetzt. Genau. Und der Bildband, der großformatige mit 350 Bildern, ist auch praktisch erhältlich. Und ich habe heute hier im Schorn meinen 66. Vortrag. Wow! Also Wolfgang Stadler, vielen Dank für das Interview. War danke. Sehr nett. Vielen Dank nochmal. Danke, und kauft das Buch, ne? Tschüss. Wir werden uns jetzt einige Seiten noch vom Band 10 Steine der Macht von Wolfgang Stadler bzw. Sandwolf durchlesen. Kapitel 24. Der Aufruf des Generals. Die ersten schönen Sommertage waren zu verzeichnen und Wolf dachte schon gar nicht mehr an das letzte Gespräch mit dem General. Da erreichte ihn über den geheimen Kommunikationskanal eine Nachricht von Obersturmbannführer Weber. Darin hieß es, es wurde beschlossen, den Treiben ein Ende zu setzen, welches die Vernichtung des deutschen Volkes zum Ziel hat. Informieren Sie Ihre Freunde, dass Sie sich darauf vorbereiten sollen. Nähere Informationen zu unserem Tun kann und will ich nicht bekannt geben, um die Aktion nicht zu gefährden. Wir werden mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln die Feinde bekämpfen, wo immer sie auch sein mögen.
Wir haben bereits mächtige Verbündete, welche uns zur Seite stehen. Es sind aber nicht jene, von denen der Illuminatbäcker gesprochen hat. Es wird nur noch eine kurze Zeit dauern, dann wird es ein neues Deutschland geben. Frei von all den Dingen, welche das Volk drangsalieren und bedrängen. Sie erhalten von mir unmittelbar vor dem Einsatz noch eine Meldung. Geben Sie auch diese dann noch an Ihre Freunde weiter. Möge uns der Herrgott beistehen. Und weiter in Kapitel 27, die Verbündeten des Generals, also Seite 187. Noch einmal bat Wolf den Illuminaten, mit ihm gemeinsam den General in seiner Station aufzusuchen. Er wollte sehen, ob und was Kamlan nun vorhatte. Er traf sich mit Becker beim Wohnen des alten Gasthofes. Es war am frühen Vormittag und Monika, die Wirtin, ging gerade mit einer Gießkanne am Haus entlang, um die Blumenkästen zu bewässern. Sie sprach mit Wolf und war zutiefst erstaunt, als plötzlich Becker neben ihm stand. Sie konnte sich nicht vorstellen, woher dieser gerade gekommen war. Die beiden gingen ein Stück hinter dem Marmorboden und Becker meinte, sie möchten also sehen, welche Schritte des Generals bereits in die Wege geleitet hat. Wolf nickte. Es war ihm ein Anliegen, darüber Bescheid zu wissen. Unzählige Anfragen wegen des bevorstehenden Umbruchs hatte er in den letzten Wochen bereits erhalten und wusste nicht, was er den Leuten sagen sollte. Ja, das möchte ich, antwortete er. Gut, erwiderte Becker, dann gehen wir jetzt zum Kammler. Und er nahm Wolf beim linken Handgelenk. Im nächsten Augenblick standen sie wie beim letzten Mal im Generatorraum der Station im Untersberg. Aber diesmal war Kammler rasch zur Stelle. Ohne Umscheiße klärte Wolf und Becker darüber auf, dass die Vorbereitungen für einen Einsatz bereits voll im Gange seien. Nicht nur die Kommandanten der verschiedenen Basen waren in Alarmbereitschaft versetzt worden, sondern auch zahlreiche hochrangige Entscheidungsträger in Deutschland und in Österreich, welche sich bereits erklärt hatten, bei dieser Aktion mitzuhelfen. Gerade diese Leute waren aber jetzt einer großen Gefährdung ausgesetzt, denn wenn sie auch nicht öffentlich auftraten, so waren sie doch den offiziellen Stellen ein Dorn im Auge und konnten daher nur im Untergrund mithelfen. Kommen Sie mit, sagte der General und führte die beiden in einen großen Raum, in dem sich wie eine Art Kommandozentrale bereits viele ranghohe SS-Leute befanden. Es waren aber auch etliche Zivilisten unter ihnen, die vermutlich zu den Helfern des Generals gehörten. Also, im letzten Abschnitt vom Band 10 Steine der Macht von Stan Wolf oder Wolfgang Stadler bereitet sich die dritte Macht eigentlich, oder die Reichsdeutschen, auf den Umbruch. In meiner persönlichen spirituellen Erfahrung habe ich auch gesehen mit meinem dritten Auge, wie die Leute aus der Innenwelt eigentlich sich auch vorbereiteten. Gleichzeitig habe ich auch gesehen, wie riesige Flottenverbände eigentlich schon in der Umlaufbahn der Erde sind, aber gleichzeitig, also diese Flottenverbände kommen alle Richtung Erde. Wir wissen auch durch meine Videos, dass es auch Verbündete der Reichsdeutschen gibt, unter anderem die Aldebaraner, die Plejadier, die Innerirdischen, also die Agathianer, die Sassani, die Liraner und so weiter und so weiter. Darüber spricht auch der General. Also ihr müsst euch vorstellen, dass letztendlich da ein galaktischer Krieg stattfindet und dass letztendlich alles geregelt werden muss und alles geplant werden muss. Wir wissen, dass wir letztendlich hier auf Erden durch die Dunklen beherrscht werden. Wir wissen aber auch, dass letztendlich die lichte Seite am Ende siegen wird. Also die lichte Seite wird am Ende siegen. Ich möchte noch ganz herzlich Stefan W. aus Hamburg bedanken. Er hat nämlich meine Reise nach Salzburg gesponsert. Vielen Dank nochmal, Stefan. Und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei Wolfgang Stadler bedanken für das Interview. Wenn ihr also die Bücher kaufen wollt von Wolfgang Stadler, dann benutzt bitte den Link in der Beschreibung. Dann halte ich nämlich von Amazon eine kleine Kommission. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst nicht zu bewerten und zu abonnieren. Und wenn ihr eine kleine Spende macht, könnt ihr die Details in der Beschreibung. Viele Grüße aus Bad Bentheim und tschüss!